So, Freunde, und damit willkommen zurück bei Planet Zoo, würde ich sagen. Bei Planet Zoo sind wir wieder dabei heute. Ich habe irgendwie letzter Zeit sehr, sehr viel Bock auf dieses Spiel und irgendwie muss ich zugeben, auf alles andere irgendwie nicht so. Deswegen machen wir heute ein bisschen Planet Zoo. Und hallihallo, liebe Audrey, schön, dass du da bist. So, kann er mal bitte mein Spiel capturen? Ich hoffe, er hat dann. Ah ja. So, Baby-Elefant. Ich will immer noch eine Robbe oder einen Pinguin, der da so durchslidet. Das wäre cool. Das hätte ich gerne. So, ich hoffe, ansonsten passt heute wieder alles, so wie immer. Normalerweise schon. So, okay. Wir machen weiter. Ich habe auf jeden Fall Bock und wollte gerade ins Bett. Da musste ich wohl oder übel noch etwas wach bleiben. Alles klar, Lisa. Schön, dass du da bist, aber du kannst auch gerne schlafen gehen, wenn du magst. Also, ich nehme dir das nicht übel. Mir ist irgendwie heute auch den ganzen Tag irgendwie nach nichts zumute, muss ich zugeben, außer irgendwie nach Schlafen. Aber ein bisschen streamen dachte ich mir, will ich dann doch noch. Ich weiß auch nicht. Heute ist wieder einer dieser Tage. Aber ich habe ein cooles TikTok gemacht. Und morgen kommt noch eins. Das ist noch cooler, was morgen kommt. Zumindest habe ich eigentlich das Gefühl, aber naja. So, habe ich Pia schon Hallo gesagt? Falls nicht, hallo Pia. Und Hallihallo auch an die liebe Steffi. Du bist noch mit Among Us beschäftigt, ne? Habe ich vorhin gesehen. Endlich Ferien? Also ob hier schon... Ah ja, 17. ne? Oder 18. Ja, ich habe gehört, ja, gönnt euch mal. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich später noch ein bisschen Motivation, noch irgendwas anderes zu spielen. Aber wie gesagt, meine Motivation, was auch die Spieleauswahl und so angeht, ist, Leute, die ist heute echt nicht gut. Die ist heute wirklich nicht gut. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe auch lange überlegt, ob ich Planet Zoo weiterspiele. Aber ja, irgendwie wohl jetzt doch. Also, ich dachte mir, bevor ich gar nichts spiele, mache ich vielleicht lieber das Spiel, was mir eigentlich vermeintlich am meisten Spaß macht, momentan. Das ist irgendwie komischerweise Planet Zoo. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. So, Fortuna erwartet Nachwuchs, das muss ich hier gleich mal sagen. So, damit sie sich vorbereiten kann. Es ist immer noch so schön hier. Ich habe jetzt auch gelesen, mein neuer Gaming-PC wird noch ein bisschen dauern. Irgendwie so 11. Januar oder so. Irgendwie macht mich das ein bisschen sad, weil ich hätte auch irgendwie Bock, Cyberpunk mal anzuzocken, aber ich wollte es nicht be machen, bevor ich nicht einen besseren PC habe. Ich brauche irgendwie wieder, ich brauche wieder ein Spiel. Und Assassin's Creed haben wir auch noch nicht durch, aber da hatte ich auch keine Lust, also, So, heute, was machen wir denn heute? Letztes Mal haben wir hier ein bisschen was gebaut. Hier hat man ein schönes kleines Häuslein gebaut. Das ist echt ganz cool geworden. Und ich habe jetzt herausgefunden, wie ich das mit dem Dach irgendwie ein bisschen besser hinbekomme. Vielleicht machen wir dann das hier auch noch. Wobei hier haben wir ja die Streben. Das geht eigentlich, ne? Ich glaube, das brauchen wir dann nicht unbedingt, wenn wir die Streben hier haben. Würde ich jetzt mal so sagen. Würde ich jetzt mal so sagen. Wenn Planet Zoo das Spiel ist, was dir am meisten Spaß macht, komplett lost, was? Wenn Planet Zoo, ne? Bin verwirrt. Bin verwirrt. Und habe ich Kiki schon Hallo gesagt? Ich glaube noch nicht. Hallihallo, Kiki. Ich werde aus Langeweile ins Bett gegangen. Ja, wie gesagt, ich bin heute auch schon den ganzen Tag so am Dahingammeln irgendwie. Also irgendwie ist heute der Wurm drin. Das Traurige ist, es ist ein Freitag, aber ich fühle mich noch nicht so wirklich, als wäre es ein Freitag. Weißt du, wie ich meine? Ist noch nicht so ganz. So, wir haben hier was freigeschalten. Dazu sage ich nicht nein. Und oh mein Gott, seit wann läuft dieser Zoo so gut? 9000? 13.000? 26.000? Alter, das läuft voll gut. Das läuft voll gut. Muss ich wieder Mitarbeiter weiterbilden? Die sind immer noch überlastet mit ihrem Leben. Kommt mal klar, ey. Auch hier, die Techniker sind immer noch überlastet. Muss ich auch mal weiterbilden hier. Sonst noch jemand, der überlastet ist mit seiner aktuellen Berufssituation? Die Tierärzte irgendwie. Die haben auch noch gar nicht weitergebildet. So, der hier ist noch überlastet und der hier ist auch noch überlastet. Mehrere Tiere unter niedrigem Wohlbefinden. Ja, du, bin ich wieder auch wieder hier. Wieder viel zu viele Schnecken. Die Schnecken sind's wieder, Leute. Ich hätte gerne eigentlich eher eine jüngere Schnecke. Und zwar die beiden. So. Und ich habe eine neue Serie auf Netflix angefangen und ich habe einfach voll Bock in die Schule zu gehen. Ich habe einfach voll Bock jetzt in die Schule zu gehen. Durch die Serie einfach. Irgendwie ist sie ganz lustig. So, wir haben schon wieder keinen Riesenbockkäfer mehr. Was ist denn das?
So, Pia hört das wahrscheinlich gerade und denkt sich erstmal so, what the fuck is wrong with him? Riesenbock. Den da. Und den da. So. Hauen wir die da mal rein. Ist hier was Neues schon wieder? Nee. Stelle Aktivisten zufrieden. Sorge dafür, dass 2 Monate lang niemand demonstriert. Die demonstrieren doch wegen jedem Scheiß. Ganz vergessen. Da komme ich niemals hin. Ich will auch in die Schule. Diese Antwort habe ich nicht erwartet. Diese Antwort habe ich nicht erwartet. So, okay, wie war dem? Hätten wir auch wieder aufgeräumt. Audrey! Hey, Audrey, mit wem denn? Audrey und Carlos. Mit Carlos. Wer zum Teufel ist Carlos? Den haben wir noch nicht umbenannt, ne? Ich glaube, wir hatten keinen männlichen Zuschauer, der sich angeboten hatte. Unbekannt. Oh, jetzt habe ich es ganz weggelöscht. Hey, du hast dich mit Unbekannt gepaart. Wie ist denn das so? Ich überlege gerade. Was hatten wir denn? Ich glaube, Chris gab es schon irgendwo. Ja, dann bleibt es wohl bei Carlos, wa? So, und Melli hat sich auch bald paaren. Melli und Ben. Melli und Ben, das ist ja süß. Ich liebe das, ne? Ich liebe das einfach, dieses Spiel. Ich weiß, dass mit dir nicht alles ganz richtig ist. Also ganz entspannt. Oh, okay. Oh, meine Affäre. Achso, Audrey hat eine. Oh ja, okay. Macht Sinn. Hier kommen immer die ganzen Sachen ans Licht hier. Wieso hast du niedriges Wohlbefinden? Vielleicht solltest du nicht dich nicht vor der ganzen Welt hier. Platz. Das Gehege ist viel zu klein oder zu voll? Hast du das scheiß Gehege mal angeschaut? Deine Mutter ist zu klein. What? Kann mich mal. Hier ist gar nichts zu klein. Ich glaube, es hackt. Als ob das Gehege zu klein wäre. Da würden 500 Pinguine reinpassen und es wäre immer noch nicht zu klein. What the heck? Warum? Tell me why, habe ich gehört. So, den Bereich mag ich jetzt eigentlich schon ganz gerne, wie der geworden ist. Wir bräuchten dann jetzt als nächstes Tier eigentlich dann entweder den hier müssen wir noch wo unterbringen. Allerdings ist der eigentlich eher ein bisschen wärmere Temperaturen gewöhnt. Deswegen mal schauen. Ansonsten gäbe es natürlich die Eisbären, die ich haben möchte. Da müssen wir mal schauen. Es gäbe noch die Grizzlybären oder sowas, was man auch unterbringen könnte. Aber eigentlich würde ich erst die coolen Tiere unterbringen, die wir alle noch nicht so oft gesehen haben. Wie ein Eisbär zum Beispiel. So, Polarfuchs habe ich auch noch nicht so oft gesehen, glaube ich. Was hatten wir denn sonst noch? Wo sind denn die? Wenn ich wüsste, wie die heißen. Ich weiß selber gerade nicht genau, wonach ich suche. Alter, die Pinguine, ne? Sekunde, ich find's gleich. Hier. Kegelrobbe. Die hätte ich gerne noch. Einfach um dieses wunderschöne Gesicht zu begutachten. Größtes Gehege und Jackson der Name allein schon, ne? Der beschwert sie einmal. Aktivisten, ernsthaft. Ich glaube, Jackson hat uns verpetzt, Leute. Ich glaube, der hat uns verpetzt. Alter, ich kann nicht reden. Wie nennt man einen Spanier ohne Auto? Carlos. Oh Gott. Uff. Ja, Robben. Die Frage ist, wo wir die Robben halt hinpacken. Eigentlich müssten die halt auch hier irgendwo in dem Bereich, ne? Audrey wird bald Nachwuchs haben. Der ging aber schnell. Der ging aber richtig schnell hier. Was ist denn da los? Und Audrey ist aber auch schon voll alt. Ob die das noch so lange macht, ich weiß ja nicht. Vielleicht irgendwo hier auf einer ähnlichen Ebene. Wäre es wahrscheinlich ganz cool. Und Max, dankeschön für den Follow. Vielen lieben Dank, mach's dir gemütlich. Dankeschön.
Vielleicht irgendwie. Ich hatte überlegt, ob wir die einfach hier wirklich direkt daneben machen sollten. Weil dann können wir denen auch so ein Tauchbecken machen. Auch so ein bisschen mit Eis, weil ich glaube, die werden auch nicht viel mehr haben, oder? Die sind auch da so weit oben. Gemäßigt, aquatisch und Tundra. Ich würde die Robben zu den Pinguinen setzen, dann hat Jack so einen Grund, sich zu beschweren. Das ja, würde ich fast, fast glatt machen, aber so weit ist es dann doch noch nicht. Und mir fällt auf, ich habe ja extra hier einen Energy Drink geholt gehabt, damit ich ein bisschen wacher werde. Weil ich halt wirklich den ganzen Tag einfach nur noch müde bin, ey. Ich habe aber Beat Saber gespielt, das heißt, ich habe mal Sport gemacht, das ist immerhin etwas. Sterbe, ist das niedlich. Ja, deswegen möchte ich es ja hier haben. Ja, ich würde sagen, wir machen das einfach, oder? Es passt halt eigentlich hier hin. Wenn wir dann hier auch so ein Wasserbecken machen, würde halt schon passen. Würde halt schon passen, denke ich mal. Ist zwar die Frage, ob wir es direkt auf die andere Seite machen sollten. Vielleicht wirklich ein bisschen awkward für die Pinguine. Wenn man das halt so abgetrennt hat. Ich habe irgendwie Bock, einfach noch tiefer hier runter zu gehen. Ich frage mich gerade, wie tief kann man eigentlich gehen? Wie tief kann ich runterbohren? Ich muss mal kurz Dinge austesten. Ja, ich glaube, geht noch ein bisschen. Wie war das? L? Weil man kann eine Taschenlampe anmachen. Oh ja, man kommt tief genug. Das ist das Loch zur Hölle jetzt gerade. Okay, wir können also noch tiefer gehen, weil ich mag das ja sehr mit den Höhenunterschieden. Und irgendwie hätte ich Bock, einfach noch tiefer zu gehen hier. Wobei, hier ist schon so langsam der Rand, ne? Da müssen wir dann nämlich wieder ein bisschen hoch auch gehen. Ist hier eigentlich auch der Rand? Ist das doch so klein, mein Zoo? Ich hätte geschwören können, mein Zoo ist größer. Huch. Das ist aber schön da oben. Läuft. So, Audrey hatte Nachwuchs und Melly hatte auch Nachwuchs. Toll, dann haben wir noch ein weiteres Pinguin-Baby, was sich beschweren kann. Wie sieht sie denn da? Geht's dir gut? George. Okay. Süß. George, wer sind deine Eltern? Carlos und Audrey. Ja, wenn er George heißt, dann müsste eigentlich Carlos Junior jetzt sein hier. So. Oh Gott, ey. Uff. Aber hey, Marse, jetzt ist Wochenende, Grund zur Freude. Ja, nur blöd, dass mein Gehirn schon wieder so ist, so. Ja, wird auch bald wieder vorbei sein, ne? Uff. Okay, ich möchte hier noch tiefer dann runtergehen. Und es ist leider immer so. Man denkt sich so, oh ja, Wochenende. Und dann so, oh, Wochenende ist vorbei. Huch. Konnte das denn passieren? Ich habe nichts in meinem Leben erreicht im Wochenende. Geht das nur mir so oder ist das gefühlt allgemein? Also ich habe das Gefühl, das passiert einmal jedem. Ich hatte teilweise Wochenenden, die sogar sich lange angefühlt hatten. Aber meine letzten Wochenenden irgendwie überhaupt nicht. Aber du hast ja bald Urlaub. Ich muss leider arbeiten. Ja, immerhin habe ich Urlaub. Das ist wenigstens etwas Schönes in Aussicht. Da hast du recht. Da hast du vollkommen recht. So. Hier hatten wir ja den Hügel dann so hoch. Vielleicht hier so eher rübergehen. Amelia stirbt an Altersschwäche. Das ist mir relativ egal. Teilschaft gestorben. Ja, RIP Amelia, ne? Wo ist sie denn? Ist das hier Amelia? Huch. Ja, Amelia lief nicht so bei dir, oder wie? Oh. 18,4. Wurde immerhin ganz relativ alt, würde ich sagen. Wait a minute, du hast deine Haare blond? Wow. Wow. Wann war das letzte Mal, dass du da warst? Wieso sind 7 Tiere angeblich verstorben? Alter, Jackson, ne? Ohne Witz, dieser Pinguin, ne? Dieser Pinguin macht mir irgendwie ein bisschen Stress. Muss ich zugeben. Wie viele Pinguine sind denn da drin? Das sind doch kaum Pinguine drin.
Durstig. Das ist auch wieder eine Amelia. Okay, dann mach ich mal Amelia weg, wa? Oh, die hat sogar goldene Werte. Ja, dann mal ab in die Freiheit mit dir, Amelia. Hm. Vielleicht glaubt Jackson, dass das Gehege besteht nur aus dem Busch, in dem er hockt. Das traue ich dem aber auch zu. Wo ist er denn? Ist er das? Jackson, bist du das? Der will da gar nicht rauskommen. Jackson, du kannst nicht ewig hier drin bleiben, Jackson. Das ist größer als dein Gehege. Du kannst dich hier frei bewegen. Das Gehege ist riesig, Jackson. Ich glaube, der ist halt wirklich so blöd, ne? Ich glaube auch, dass der so blöd ist. Der beschwert sich halt auch immer noch. Jackson ist ein besonderes Tier. Okay, Jackson. Du gehst mal ganz kurz ins Handelszentrum. Wir müssen mal ein Wörtchen reden hier. Wir müssen mal ein Wörtchen reden hier mit dir. Und ja, ich habe wunderschöne blonde Haare. Ich weiß gar nicht, wie lange schon. Gefühlt eigentlich sehr lange. Also, naja, gut, es geht. So, Jackson, du darfst wieder rein. Wenn du dich nochmal beschwerst, schicken wir dich dann in die Metzgerei. So. Es wird ja übrigens die Summer Edition von Red Bull, weil ich den Sommer doch ein bisschen vermisse. Okay, das hier freue ich mich eigentlich am meisten, hier weiter zu bauen und dann noch weiter in die Höhe zu gehen. Aber ich möchte irgendwie die See oder die Robben haben. Muss ich zugeben. Okay. Stresse mich mal nicht, Spiel. Ich baue jetzt erstmal. So. Und das, die Haare sind übrigens noch Work in Progress. Also, das ist noch nicht ganz fertig. Die sind noch zu kurz. Aber die werden quasi, wenn sie dann noch länger sind, irgendwann mal. Dann. Daniel wird sich bald paaren. Wie kann er denn das machen, wenn gerade auf Pause ist? Kann mir das mal jemand erklären? das würde ich jetzt echt gerne wissen. Bin auf Pause. Du kannst dich jetzt nicht paaren. Eigentlich müsste das Gehege auch irgendwie bisschen irgendwie hier höher gehen, oder? Wobei, nee, wir wollten. Ah, nee, ich bin blöd. Wir wollten es ja noch weiter runtergehen lassen, ne? Okay, warte. Wait a minute. So, wie weit müssen wir ungefähr hier rüber? Ungefähr vielleicht so. Damit wir da noch eine Art Gebirgsstruktur dann machen können. So. Das ist groß genug. Ungefähr so groß wie das soll es sein. Ich glaube, das kommt hin. Ich glaube, das kommt sogar so langsam hin hier. So, und hallo Marius, was geht? Was geht, mein Freund? So, okay. Dann kommt hier wieder ein Gehegebereich hin. Ich überlege, ob wir den dann auch so ein bisschen so runter machen wie da. Aber irgendwie hätte ich, glaube ich, hier 1,80 Meter halt, ne? Ist halt schon viel. 1,80 Meter muss die Barriere nämlich hoch sein. Das heißt, das Glas wäre dann fast genauso hoch wie da. Das würde mich schon ein bisschen triggern. Ich glaube, dann würde ich es doch auch hier schon absenken wollen, so ein bisschen. Wir gucken mal. Mal schauen, wie das Ganze denn wird. Die Frage ist, wenn wir dann wieder so ein Tauchbecken haben wollen, bei dem man reingucken soll, das heißt, wir müssen dann eigentlich hier auch dann wieder einen Weg runter machen, dass man dann noch wieder tiefer kann.
Stelle ich mir irgendwie gerade auch ein bisschen stressig vor, muss ich zugeben. Oder wir machen hier halt auch so eine Glaswand hin. Machen doch nicht wirklich tiefer. Aber ich bin mir unsicher. Ich glaube, es wird schon cooler aussehen, wenn es hier auch nochmal tiefer ist und man kommt immer so ein bisschen weiter höher hier. Und später hat man hier dann noch die riesigen Berge. Ich glaube schon, dass das cooler wirkt. Auch wenn es ein bisschen mehr Arbeit ist, glaube ich. So, von der Höhe her, ist das hoch genug? Ich glaube, die kommen da raus, wenn wir Pech haben. Ich mach's noch ein bisschen tiefer. Denn wir wollen ja lieber kein Pech hier haben. Würde ich mal so sagen. So, Leute, ich werde jetzt echt müde. Hab noch viel Spaß und bis morgen. Alles klar, Lisa. Gönn dir deinen wohlverdienten Schlaf. Und wir sehen uns dann. Den werde ich mir nämlich heute auch echt ordentlich gönnen hier. Ich werde dann noch eine schöne Serie zum Einschlafen gucken, wahrscheinlich später. Und dann wird es für mich auch irgendwann Zeit. Aber wie gesagt, erst später. Jetzt muss ja erstmal hier das Wochenende ausgekostet werden. Das scheint mir auf jeden Fall tief genug zu sein. Was halt auch cool wäre, wenn man irgendwo noch so eine kleine Mini-Stadt bauen würde. So eine kleine süße Stadt einfach. Man hätte auch eigentlich das Dorf hier oder das Haus, was ich hier noch bauen wollte. Ich wollte ja da so ein großes Verwaltungsgebäude. Könnte man auch mit mehreren kleinen Dingern bauen und dann so ein bisschen so dorfmäßig aufbauen. Hätte wahrscheinlich auch was. Maybe. Müssen wir mal gucken. So. Hier noch ein bisschen auffüllen. Da kommen dann natürlich auch wahrscheinlich relativ viele von diesen Gletschersteinen und Schneesteinen hin, weil die ja nur auf das Zeug irgendwie stehen anscheinend. Zumindest die Pinguine wollten nicht besonders viel haben. Wenn die Robben hier auch so sind, dann werden die auch nicht so viel bekommen hier. Können die selber gucken, was die da haben wollen. Okay, das passt von dem erstmal. Da kannst du dann auf die quasi runtergucken, so wie hier. Und dann muss man hier auch irgendwie runterkommen und dann brauchen die hier auch nochmal ein extra Tauchbecken. Gucken wir mal. Ich glaube, es müsste erstmal alles hier wieder auf die Ebene. Das Glätten, ne? Ups. Mist, jetzt habe ich das andere wieder ein bisschen kaputt gemacht hier. Ah. Ich kann auch einmal drüber glätten, oder? Ne, geht auch nicht so einfach. Belastend. Habe ich jetzt noch was anderes geglättet? Ich hoffe nicht. Ja, hier geht es jetzt ganz gut. So. Aber da müssen ja eh noch Steine drüber, also das ist eh nicht fertig. Das wird noch. So. Ist plötzlich so warm. Vielleicht soll ich meine Decke doch weglegen. Mein Zimmer ist auch relativ warm. Ich habe ja immer noch meine Krebszucht, beziehungsweise meine Triopszucht. Hier Urzeitkrebse. Und einen habe ich noch, oder einen oder zwei habe ich jetzt auf jeden Fall mal gesehen, die hier rumgedümpelt sind. Ich hoffe, das wird was. Ich hoffe, das wird noch was. So. Wo machen wir den Abgang hin? Eigentlich ist hier ja ein Abgang. Also wäre es vielleicht sinnvoll, den auch hier zu machen, weil ansonsten müssen die mega weit laufen. Ich überlege nur, ob es Sinn macht, auch dann einen Rundgang zu machen, dass man dann auch da runtergehen kann. Und auch wieder umrandet. Schauen wir mal.
Okay, wo kommt dann der See hin? Ich glaube, ich muss das noch größer machen. Ich habe irgendwie so wenig Platz hier. Oder kommt mir das nur so vor? Brauche mehr Platz. Wenn sich die Pinguine schon beschweren, dass sie zu wenig Platz haben, dann sollte ich vielleicht für die Robben wirklich durchdenken hier. Wenn sich selbst die Pinguine schon beschweren hier. Hat er jetzt eigentlich irgendwie... Ist er jetzt schon wieder zurück, der eine? Der Jackson? Ob er sich wohl immer noch beschwert? Und alles klar, Black Cat. Oder Leon. Entschuldigung. Mach das. Kaum ist die Lisa auch hier schlafen gegangen. Ist die Chat-Unterhaltung auch wieder weg. So. Die Lisa ist halt gute Entertainerin, habe ich gehört. So, ist das jetzt langsam genug hier? Ich hoffe mal. Ja, wird ungefähr reichen. So. Tieftauchen, ne? Gibt es eigentlich eine Art, wie ich sehen kann, wie tief das ist? Das hier ist noch nicht sonderlich tief. Muss noch ein bisschen tiefer, weil ist ja Tieftauchen und so. Das würde reichen, würde ich sagen. Ich glaube, das ist tief genug. Hallo, ich bin da. Ich packe nebenbei noch Weihnachtsgeschenke ein, deshalb so inaktiv. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, das muss ich zum Glück nicht mehr machen. Das habe ich zum Glück schon hinter mir. Fällt gerade auf, ne? Wir wollen doch diesen komischen Wasserfall auch noch ausprobieren. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie die gehen. Aber wir haben diesen Wasserfall doch, warte mal. Wo war der Wasserfall? Das ist nicht der Wasserfall. Mist, wo war denn der? Kacke. War der unter Gehege? Wo ist dieser Wasserfall? Ameisenhügel. Naja, nah dran, ne? Was? Termitenhügel gibt's auch. Wo zum Teufel war nochmal dieser Wasserfall? Und wofür brauche ich den dann? Wasser. Hier. Wasserfall-Klippenformation. Wie funktioniert dieses Teil? Kann ich mal... Ich platziere hier mal einfach ein paar von denen. Aber... Wofür? Frage mich gerade. Also irgendwie... Irgendwie schon geil, aber ich weiß nicht so ganz, wie ich den verwenden soll, oder? Oh nein, der Pinguin hier. Königspinguin ist erwachsen. Daniel. Hat nicht so gute Werte anscheinend. Eigentlich können wir den freilassen, dann meckern die wenigstens nicht, ne? Ciao, Daniel. So, Jackson leidet immer noch unter niedrigem Wohlbefinden. Frag mich nicht. Und wieso funktionieren diese Teile hier einfach nie? Musik Arktis Polarlichter, Arbeitsbereich zugewiesen. Verstehe das nicht. Wieso das hier angeblich immer nicht geht. Boah, check ich nicht. Manche Dinge muss man aber vielleicht auch nicht verstehen. Okay, ich würde vielleicht... Wobei von der Fläche passt es eigentlich. Ich denke, ich mache so ein bisschen so halbflach und drück's hier dann noch so rein, damit das noch ein bisschen spannender wird. Weil ansonsten sieht's gleich wieder langweilig aus.
Man könnte halt da eigentlich voll den geilen Wasserfall runterkommen lassen. Die Frage ist halt nur, wo kommt der her? Man könnte hier noch ein kleines... So eine kleine Art Quelle könnte man von da oben runterkommen lassen vielleicht. Das wäre eine Idee noch. Die ich gerade habe. Einfach damit wir hier noch irgendwas Cooles haben. Irgendwas, was noch ein bisschen heraussticht. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, hier so einen Wasserfall einfach zu haben. So, wie sieht denn das mit dem Wasser dann aus, theoretisch? Das wäre ein cooles Becken, würde ich sagen, ne? Ich denke, das kann man machen. Da muss natürlich jetzt dann noch so eine Barriere rundum. Die Frage ist, wenn wir die Barriere rundum machen, können wir das hier dann noch absenken? Vielleicht mache ich das auch lieber jetzt schon. Ist vermutlich die bessere Variante. Ah, aber dadurch, dass wir hier eine Markierung ja haben, haha, sehen wir sowieso, wo die Kanten hier ungefähr waren. Voll gut. Das ist tatsächlich ganz gut. Ich überlege gerade, ob man den Fluss hier noch weiterführen sollte, dass der irgendwie so in einer, in so einer richtigen Felsspalte dann noch hier so irgendwie durchginge. Irgendwohin. Wie so eine Felsspalte einfach. Da müssen wir aber gucken, wie wir es mit der Barriere hinbekommen, ne? Aber es könnte cool aussehen, glaube ich. Man könnte den Fluss auch hier runterfließen lassen. Und dass er irgendwo hier drüben entsteht. Dann hätten wir auch unseren Fluss, den ich eigentlich unbedingt haben wollte hier. Vielleicht machen wir es einfach so, dass der Fluss eher von woanders noch kommt. Er kann ruhig schon hier ein bisschen tiefer, glaube ich, dann sein. Ist schon in Ordnung. Dann kommst du hier quasi so rein mit dem Fluss und dann passt das hoffentlich auch. Okay. Ich versuche schon mal eine Barriere zu bauen, so ungefähr. Ist halt dann so ein bisschen angestaut sozusagen irgendwie. So ein bisschen... Ja, wie soll man sagen? Einfach ein bisschen hier menschliche Eigen- oder Zuwirkung oder wie auch immer man es nennen möchte. Aber es sollte trotzdem cool aussehen, glaube ich. So. Die Frage natürlich, wie weit wir hier hingehen können. Es geht soweit. Könnte besser sein, aber könnte auch schlimmer sein. So. Das mache ich nochmal weg. Jetzt sollten wir eine einigermaßen scharfe Kante da haben an der Stelle, ne? Ja. So, und da können wir dann hoffentlich die Barriere irgendwie dran packen. Irgendwie. Beziehungsweise ich erhöhe die erstmal hier. Was für eine Höhe brauchen wir hier? Ungefähr. Wo ist die Markierung? Wo ist die Markierung, damit ich es höher ziehen kann? Hilfe. Mist. Wieso geht die hier weg? Hä? Muss ich Dinge verstehen? Hilfe?
Das ist ja komisch. Ich hasse die Wände, ne? Okay. Mach das nochmal weg. Das hier auch. Wobei, mach's einfach rückgängig. Ich glaube, rückgängig ist einfacher. Verstehe nicht, warum ich gerade nicht alles auf einmal nehmen kann. Höhenausrichtung legt fest, dass das Werkzeug zur Höhenausrichtung bei bestimmten Werten verringert. Jetzt kann ich was auswählen, oder wie? Bisschen komisch. So, Hallöche Milli, wie geht's dir? Einen schönen Start ins Wochenende hoffe ich, dass du hattest. So, jetzt können wir es hier ordentlich erhöhen. Gott sei Dank. Ja, starte in den Urlaub. Oh, habt ihr es alle schön, ey. Ich habe hier noch nächste Woche. Dann kommt erstmal ein wohlverdienter Urlaub hier. Hä? Was ist jetzt los? ich glaube, ich habe hier hinten noch verkackt. Kann das sein? Oder warte mal. Wait a minute. Woran lag das gerade? Ich glaube, hier ran, ne? Ich glaube, hier lang an dem Ding. Huch. Nein. Das hier. Du sollst das verschieben, Spiel. Das ist das Einzige, was ich verschieben will. Okay, dann halt nicht. Dann mache ich es nochmal anders. So. Okay, versuchen wir das nochmal. Ja, schon eher. Ja, schon eher hier. So, dann kommt da dann ein richtig cooler Wasserfall noch runter und so Zeug. Vielleicht können wir hier dann auch eine Brücke über diese Dinger hier drüber bauen. Mal schauen. Sich das nicht auch softer bewegen können? Ich fühle mich hier irgendwie ziemlich festgenagelt hier, was das, was den Wert hier angeht, aber gut. Naja, passt schon. Das passt schon. So, jetzt ist das hier auch nicht mehr ganz so hoch, oder? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen besser. So, ich muss mal testen, ob man da irgendwie dann eine coole Brücke rüber machen kann. Was baust du da Schönes? Ein Gehege für die kleinen Kerlchen hier. Machen wir gerade hier noch. Da kommt dann noch so ein Wasserfall hier unten runter quasi in das Gehege gesprudelt. Joa. Das ist zumindest gerade so der Plan. Und dann soll da noch so eine Art Fluss sein. Müssen wir mal gucken. Voll süß, ja. Ich freue mich auch schon jetzt wieder, wenn es dann wieder fertig ist und gut aussieht und, joa.
Kann ich wieder kaum erwarten. Okay, hier ist ein bisschen doof. Warte mal. Wie war denn das nochmal? Man konnte irgendwie... Shit. Irgendwie konnte man es erhöhen. Ich weiß nicht, was ich gerade drücke. Ich glaube, es ist nur die Taschenlampe. Z. Mist. Ich hätte halt gerne eine schöne Brücke. Also in der schönen stelle ich mir jetzt eigentlich was anderes vor, ne? Oder wir machen sie hier so rüber und gehen dann da runter. Aber jedenfalls müssen wir hier irgendwie runter. Oder rüber, beziehungsweise. Damit man hier auch nochmal entlang laufen kann. Wir gucken mal, wie wir das Ganze hier hinbekommen, den ganzen Spaß. Na, das war schon wieder zu viel. Ist gar nicht so einfach, weil das halt hier so schräg leider ist. Ja. Wegstützen, Tunneln. Ja, Tunneln sieht scheiße aus. Mann! Viel Spaß im Lurk, Maddie. Oder wir warten doch hier, dass wir es an der Stelle machen, weil es da halt gerade ist. Ich versuch's mal irgendwie. Tunnel mache ich mal wieder weg. Es gab noch eine andere Funktion, die auch relativ hilfreich war. Durch Wasserfläche blockiert? Lol. Hä? Ach, ging doch davor auch. Och, Spiel. Ach, Mann. Oder man macht's doch hier oben. Wo man dann wenigstens gerade machen könnte, vermutlich. Okay, versuchen wir es hier mal an der Stelle. Wenn wir es hier schön gerade auch extra machen, ne? Machen wir es mal wirklich hier so traumhaft, so wie man es sich vorstellt. So. Dann das hier mache ich mal ganz kurz hier hin. Und dann gehe ich ganz schnell hier rüber, damit wir hier auch dieselbe Ebene haben. So. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Eigentlich kann das doch nicht so schwer sein, so eine Brücke zu bauen, oder? Würde man meinen. Aha. Aber die ist echt hässlich. Warte mal. Man kann ja auch andere Sachen nehmen, ne? Machen die dann andere Brückenpfeiler? Ja, machen sie. Okay, dann müssen wir mal gucken, was wir dann Schönes finden.
Was haben wir denn hier? Eigentlich was Schönes, Hölzernes. Hüttenbretter. Nee. Strandbretter. Ich gucke nur gerade, was die dann für Stützen haben. Wenn ich die hier drauf packe, bleiben es die Stützen, oder wie? Das hier ist halt Hölzern. Und Hölzern finde ich ganz gut eigentlich. Hölzern wäre halt ganz passend. Ich glaube, die Strandbretter gefallen mir hier tatsächlich am meisten. Muss ich zugeben. Gelände zu uneben. So. Rustikaler Weg wäre wahrscheinlich auch gegangen. Passt von der Fläche halt nicht ganz. Durchbricht Gelände. Warte mal. Wenn wir den hier hin machen. Wieso durchbrichst du angeblich Gelände? Das macht keinen Sinn. Gelände abflachen? So. Hä? Nein. Das ist doch wieder jetzt Tunneln eigentlich. Vielleicht muss ich den von der Seite ausbauen. Vielleicht hat er ein Problem mit der Seitenlage hier. Frag mich nicht warum. Hat er tatsächlich. Ich frag gar nicht erst. Ich frag gar nicht erst. Das Spiel wird schon wissen, was es macht. So. Da geht es einen Hügel runter. Dann geht es hier über die schöne Brücke. Ja. Die bräuchte eigentlich ein Geländer, fällt mir gerade auf. Weg mit Geländer. Das ist aber kein Geländer. Hä? Geländer? Geländer? Wieso machst du kein Geländer hin? Hä? Ich will da extra eine Brücke bauen mit Geländer und er macht kein Geländer hin. Was kann ich denn sonst noch machen? Barriere ausrichten? Why would you... Hallo? Warteschlange mit Geländer. Geländer an erhöhtem Weg. Ach, vielleicht Geländer an erhöhtem Weg. Vermutlich das dann, ne? So, jetzt haben wir unser Geländer. Bin mir nicht sicher, ob das gut ist oder ob das wirklich hält. Und hier schweben Sachen durch die Luft, sehe ich auch gerade. Das triggert auch wieder mal ein bisschen meine innere Ruhe. Aber ansonsten... So. Da müssen wir die Leute nur noch irgendwie da runter bekommen. Das könnte das Schwierigste daran werden dann. Huch. Hä? Okay. Kannst du das bitte nicht machen, Windows? Danke. So, Sekunde. Dann haben wir da jetzt unsere Brücke. Wenn dahinter noch so ein Wasserfall runterkommt, wird das voll geil aussehen, glaube ich. Das wird mega gut aussehen. So, und hier muss übrigens dann auch überall noch Schnee wieder hin. Hier in den Bereich. Eigentlich hier in dem ganzen Bereich. Eigentlich muss doch hier unten auch Schnee liegen, oder? Ich ziehe auch hier gleich mal was dazu, dazwischen hier. So ein bisschen zumindest. So, der Weg natürlich auch. Perfekt. Hier drüben kommt dann auch Schnee überall hin. Da muss dann zwar auch noch, wie gesagt, der Weg entlang... Oh, scheiße, ne, der Weg. Wobei, wir können das Wasser nochmal wegmachen.
Eventuell müssen wir das nämlich machen, weil wir haben es ja vorhin gesehen an dem anderen Dingens, dass er ja mega rumgemeckert hat. Wir werden aber auch hier relativ viel von dem Schnee wahrscheinlich nochmal neu setzen müssen, weil er den irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer wegmachen wird. Da bin ich mir auch jetzt schon sicher, dass das passieren wird. Aber ich mache trotzdem schon mal, damit es ein bisschen schöner hier auch gleich wieder aussieht. Wobei fürs Gelände bauen war ja ganz vorteilhaft, wenn man kein Dingens hatte, ne? Kein Schnee. Ich mach trotzdem ein bisschen hier. Damit schon mal zumindest nach dem aussieht, was es später mal sein kann. Hat aber auch was, wenn die Klippen irgendwie so ein bisschen steiniger sind hier. Bisschen eckiger alles. So, und eigentlich wäre es jetzt dann cool, wenn es hier so eigentlich fast schon serpentinmäßig runterginge fast. Wäre auch was, ne? Oder halt hier so relativ langwierig und dann hier so ran. Damit man halt da hingehen kann. Eins von den beiden. Sagen wir mal ungefähr, man kommt hier so hoch. Inzwischen haben wir ja das Tool ein bisschen gelernt. Ich mach's mal auf 10. Das wird ihm zu steil schon wieder sein, ne? Es darf halt wirklich nicht zu angewinkelt alles sein. Das hier ist, glaube ich, in Ordnung. Irgendwie geht er gerade nicht mehr weiter hoch. Hier geht er hoch, aber nicht in die Richtung. Das war gut. Dieses Mal. Das war actually gut, glaube ich. Warte mal. Man kann es nicht von neuem ansetzen. Das triggert mich ein bisschen. Aber eigentlich müsste es reichen, oder? Warte mal. Weg mit Bordstein, ja. Wegstützen, nein. Geländer und Warteschlange auch nicht. So. Das wird alles ein bisschen zu knapp, ne? Zumindest die Kante hier ist ein bisschen ungünstig. Ja, ist ein bisschen dünn. Ging so gut. Oh, lol. Hier geht's. Ha! Ich hab's irgendwie hinbekommen. Frag mich nicht, wie. Der Hugel hier stört mich noch ein bisschen.
Ah, okay, der ist nur ein bisschen längerfristiger hier. Jetzt haben wir hier nochmal so einen Hügel drin. Also irgendwie habe ich das. Das sieht so aus, als würde es da ein bisschen zu sehr noch raufgehen. Oh, das war vielleicht eine schlechte Idee, das wegzumachen. So. Gewöhnungsbedürftig, aber würde gehen, ne? So, und dann wäre man hier unten. Man wird schon runter gehen, ne? Dann kannst du da... Man könnte hier auch noch ein Gehege hinbauen. Irgendwas Cooles. Irgendwas Kleines. Das dann da einfach auch noch hinpassen würde. Dann kannst du von da nämlich da runter gucken schon und könntest hier dann auch, ne? So ein bisschen. Irgendwas Kleines noch. Die Frage ist, was machen wir denn dann Kleines dahin? Wenn ich schon nicht die süße Kegelrobbe. Es ist halt wirklich nicht so viel Platz. Es muss halt auch zum Schneegebiet passen. Gar nicht so einfach, ne? Was machen wir denn dann dahin? Ich habe noch nicht wirklich eine Idee, muss ich zugeben. Die kommt vielleicht aber irgendwann noch. Mal schauen. So, und das Wasser, glaube ich, muss ich auch nochmal kurz wegmachen. Blub. Damit wir hier jetzt den Weg setzen dürfen. Weil ansonsten hat er ja irgendwie scheinbar ein paar Probleme damit. Das Ganze wäre wesentlich einfacher, hätte ich erst den Weg gesetzt und dann das Glas. Aber wir machen es wohl lieber dieses Mal auf die komplizierte Tour, Leute. So ein bisschen. Aber ich glaube, es geht trotzdem ganz gut. Oder auch nicht. Oh je. Da kann ja was werden. Vielleicht hätte ich es wirklich andersrum machen sollen. Naja. Beim nächsten Mal wissen wir es besser. Wobei, hier geht es gerade wenigstens wieder. So ein bisschen. So, und weiter gehen wir dann eh nicht. Zumindest vorerst nicht. Ich weiß nicht, ob wir hier nochmal irgendwie... Wobei, es würde gehen. Na, nee. Erstmal nicht. Erstmal würde ich da nicht weitergehen. Man könnte auch einfach hier noch eine Verkaufsbude hinstellen. Die Frage ist, ob die gut bedient wäre, wenn hier so wenig dann noch ist. Ach, da unten ist, glaube ich, zu blöd, ne?
Wo kann man nochmal was verkaufen? Eigentlich hier oben wäre geil gewesen auch. Wo wir die anderen Leute hier haben. So, und das Wasser kann ich jetzt auch wieder setzen, ne? Oh mein Gott. Das nicht. Hier, oder? Wobei, hier? Sieht so falsch aus. Kann man noch höher? Wieso sieht das alles falsch aus? Wie hoch war es denn beim letzten Mal? Ich glaube nicht ganz so hoch eigentlich. Ich glaube so. Wir können auch noch aufrauen versuchen, hier so ein bisschen. Aufrauen und immer ein bisschen drüber glätten. Hier an der Stelle wäre auch interessant. So. Versuchen wir es nochmal mit dem Wasser. Noch ein bisschen höher. Ja, ich glaube jetzt sind wir zufrieden, hoffentlich. Weil das schon ziemlich tief hier teilweise runter geht. Hatte ich eigentlich anders geplant, aber scheint nicht so ganz zu funktionieren. Naja. Perfekt. Ich finde schön. Ich finde schön. Man bräuchte hier drüben trotzdem. Wobei an sich, wenn ich sage, okay, die dürfen bis darüber schwimmen, dann wird sich auch wahrscheinlich keiner darüber beschweren, ne? Wenn ich das zulasse. Und rauskommen sie sowieso nicht. Also passt. Okay, hier. Ich möchte die Barriere weiter bearbeiten. Gelände ist zu uneben. Ja, ist ein bisschen schwierig. Wie soll ich da hochkommen? Kann ich die irgendwie so hochstacken, dass ich da jetzt irgendwie... Scheinbar geht das sogar irgendwie so. Okay. Hier müssten wir dann Ähnliches machen, I guess. Ja. Die merkwürdigste Barriere, die ich jemals gebaut habe. Aber ich hoffe, es lohnt sich. Hier ist noch ein bisschen schwierig dann. Da müssen wir dann eventuell die später irgendwann wieder wegmachen, falls wir dann den Wasserfall designen. Weil ich glaube, das könnte sonst zu Komplikationen kommen. Wenn wir hier dann Terraforming machen. Aber jetzt erstmal nicht schlimm. So, ich mach mal hier einmal wieder runter. So, wie komme ich jetzt hier am besten runter? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Das hier ist jetzt echt interessant. Warte mal. Ja. Ich mache mal so ganz, ganz vorsichtig. Jetzt setze ich das hier wieder auf höher. Das wird also vorne und hinten nicht gehen, ne? Kann ich die auch noch höher machen? Bezweifle, dass ich da trotzdem besser rankomme, ne? Das muss halt sowieso eigentlich auch irgendwie noch überarbeitet werden.
Mach das nochmal weg. Der Berg ist eh noch scheiße. Mach mal den Berg erst richtig. Komm. Sonst hat das eh überhaupt keinen Sinn hier. Wir könnten da noch eine Aussichtsplattform hinbauen. Hier an der Stelle. Das würde ich auch noch feiern. Wenn man da noch so rübergehen kann. Das würde ich doch schon sehr feiern. Ich hasse es, dass ich da nicht einfach runterkomme. Da ist halt auch wieder der Berg nervig. Wir kommen vermutlich relativ einfach runter, wenn wir das hier ein bisschen abflachen. Ah. Ja, die Barriere macht uns schon wieder ein bisschen den Strich durch die Rechnung. Ist da noch eine? Warte mal. Ist da noch so eine? Okay. Kommt auch nochmal weg. Hier so ganz vorsichtig runtergehen am besten. So leicht angeschrägt und dann müsste es hoffentlich mit der Barriere auch funktionieren. Ja, schon besser. Zack. Jetzt haben wir unsere Barriere so, wie wir sie haben wollten. Sehr schön. Huch, was ist denn hier eigentlich noch passiert? Der hier kann auch noch weg. Hallo? Können wir den bitte löschen? Danke. So. Wie gesagt, die Mauer hier, ja. Die kann erstmal so bleiben. Die müssen wir irgendwann schöner machen. So, und hallo Chris, was geht? Schön, dass du auch dazu dümpelst. Ist gerade nicht so viel los. Aber wie ihr sehen könnt, baue ich ein Gehege. Und zwar ein Gehege für diesen kleinen Kerle hier. Für die Kegelrobbe. Wird das Gehege hier. Und hier vielleicht auch noch ein kleines Gehege oder so. Ich bin mir noch unschlüssig. Ein Robbengehege, genau. Kleines, aber feines Robbengehege. So. Dann mit dem Pinsel wieder drüber hier. Damit wir hier wieder alles erwischen.
Also es ist Robbengehege und Umgebung, ehrlich gesagt, eigentlich genauer gesagt. Süße Robby, was? Robbenbabys im, was, im was für ein Zoo? Kennst du im Söster Zoo? Ne, kenne ich nicht. Da kenne ich tatsächlich nicht. Sollte man das kennen? Habe ich wieder hier kulturell wichtige Dinge nicht gelernt. Das ist ja belastend. Ist von Switch Reloaded. Switch Reloaded kenne ich, aber ist schon zu lange her. Wobei, irgendwie, ist da die Betonung sehr, sehr... Ist es die Betonung gewesen, wo die eine, die ja so lispelt irgendwie, wo sie die verarscht haben? War sie da? Weil dann, glaube ich, weiß ich es wieder. Dann, glaube ich, erinnere ich mich gerade sogar. Genau die. Okay, dann erinnere ich mich sogar. Okay, lol. Ja, ja, doch. Dann, okay. Dann verstehe ich es gerade sogar. Sieht schön aus soweit. Ach ja, ich wollte einen Weg haben. Auch wenn der Weg hier nicht hoch geht, wo man das wahrscheinlich sogar machen könnte irgendwie. Man könnte halt wirklich eigentlich wieder einen Rundweg machen. Der wo gefühlt nicht so anstrengend wäre wie der hier, wo keiner runterlaufen wird. Jetzt habe ich irgendwie doch Bock, diesen Rundweg irgendwie hinzukriegen. Gott. Das ist etwas merkwürdig. Kannst du das bitte nicht machen? Geländeabflachen habe ich mir jetzt wieder was anderes vorgestellt. Länge der Wegerhöhung. Gebogene Gefälle. Was hat denn gebogene Gefälle nochmal gemacht? Ich glaube, das ist halt wieder zu steil hier. Ach, Mann. Ich krieg das noch hin. Wartet's ab. Das wird noch. Irgendwann. Jetzt macht das wieder gar nicht. Ich
wünschte, dieses Tool würde besser funktionieren. Ich wünschte es wirklich, aber naja. Man kann nicht alles im Leben haben, aber das scheint gerade gut zu funktionieren hier, guck mal. Oh mein Gott, ich bin oben. Oh mein Gott, Leute, ich bin oben. Dass ich das noch erleben darf. Wir haben es irgendwie gerade hinbekommen. Frag mich nicht wie. Frag mich aber nicht wie. Ach, ich weiß, warum das Spiel mich schon wieder nicht lässt. Weil hier Wasser drin ist. Okay, mach mal Wasser weg. Aha. So. Jetzt darfst du Wasser wieder hinmachen. Wenn ich das Wasser jetzt wegmache und wieder platzieren möchte, dann lässt er mich auch nicht mehr, ne? Spiel, ey. Mach oben. Manchmal ergibt es halt echt keinen Sinn. Da oben darf ich weg, aber davor irgendwie nicht. Das ist ätzend. Aber wie gesagt, kriegen wir alles hin. Das wird schon irgendwie. So. Das ist ein sehr merkwürdiger Weg, aber... Naja. Was willst du machen? Haben wir halt hier deine Abspaltung. Kannst du dann hier rüber gehen. Wir können ja irgendwas Cooles dazwischen stellen, damit es nicht auffällt, dass es super merkwürdig eigentlich ist, wenn wir mal ehrlich sind. Irgendwas Cooles zwischen hier. Vielleicht kriegen wir das ganz gut hin mit den Steinen, mit den eisigen Steinen. Da fällt das, glaube ich, nicht auf. Aber Hauptsache, wir haben hier das hier jetzt dann irgendwie schön. Da packe ich auch eisige Steine hin, dann fällt das auch nicht auf. Gibt's auch Robbenstatuen? Ja, gibt's tatsächlich. Ja, stimmt, da kann man auch irgendwie sowas, ne? Sowas können wir dann auch irgendwie hinpacken. Huch, was haben wir hier gemacht? Da ist die Barriere drüber, ne? So. Dann können wir die jetzt nehmen. Und hoffentlich passt das Ganze dann jetzt wirklich langsam mal an. Ich glaube, das Stück hier, beziehungsweise ich kann hier eigentlich auch noch eins hinzufügen, warte mal. Oder eigentlich ist es auch egal. Ich wollte das hier noch leicht verschieben. Machen wir so, jetzt ist es besser. Okay, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie oft ich hier schon mit dem Pinsel jetzt rübergegangen bin, ohne Witz. Gefühlt so oft in meinem Leben. Na
Man hätte natürlich hier auch ein bisschen abflachen können noch. Ich vermute, das würde auch gehen noch, ne? Ja. Dann wird es da auch nicht mehr ganz so komisch aussehen. Okay. Und natürlich wieder hier. Ich glaube, ich könnte auch irgendwas umwählen. Dann würde der den Schnee hoffentlich lassen. Ich glaube, irgendwie Auto malen oder so müsste ich, glaube ich, noch umändern. So. Wo kommt eigentlich der Eingang hin? Frage ich mich gerade noch so. Für die Tierbetreuer. Wir brauchen noch einen Eingang, habe ich gehört. Kann man den hier ranbauen? Das wäre auch cool. Könnte aber schwierig werden, ne? Vielleicht lieber hier. Die haben einen weiten Weg dann zwar vor sich, aber ich glaube, hier ist noch am besten irgendwie. Man hätte hier so runtergehen können vielleicht. Dann kannst du das da auch noch so hinziehen. Ja, darüber hätte ich mir mal eher Gedanken machen sollen. Ich weiß gar nicht, wie wir es bei den Pinguinen gemacht haben. Beziehungsweise auch, was auch cool wäre, glaube ich, wieder, wäre so ein kleines Mini-Haus hinbauen. Hier an diese Stellen. Einfach so ein kleines Mini-Haus, weil man es kann. So. Fühle ich noch nicht ganz. Ich werde das sowas von in einem Haus verpacken, ey. Das kann ich so nicht stehen lassen. Jetzt bin ich zu hoch, oder? Warte mal. Um Gottes Willen. Das kannst du so doch nie nirgends hinbauen. Also ich würde da nicht runterlaufen wollen, ich sag's euch, Leute. Ich würde da nicht runterlaufen wollen. Aber gut, ich glaube, ich muss das fast so nehmen. Ich baue da sowas von Haus rundum, das könnt ihr mir glauben. Da kommt jetzt sowas von Haus rundum. Kannst ja keinem so zeigen, wie das aussieht. Okay. Ich brauche da dringend Hilfe. Das kann nicht, das... Oh Gott, mach das weg. Das kann nicht so bleiben. Okay, ich nehme... Ich glaube, ich nehme dafür wieder das aquatische Holz, weil ich das irgendwie in letzter Zeit relativ schön finde. Ich weiß auch nicht, warum. So, Aquatic Pack. Das hat irgendwie so einen schönen Farbton einfach. Das ist einfach irgendwie... Weiß ich nicht. Hat was. Auf jeden Fall interessanter als einfach nur eine gerade Treppe. Ja, vielleicht hätte ich auch einmal eine gerade Treppe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was das sein soll. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist halt überhaupt nicht gerade hier, ne? Naja, vielleicht hätte ich einfach wirklich eine gerade Treppe bauen sollen.
So. Einmal. Gut, dann gucken wir mal, wie wir hier dann rumkommen, ne? Da kann ja jetzt interessant dann werden. Hier wäre so eine Rundung cool. Ah, da war ja das Problem wieder, ne? Ich erinnere mich. Dann vielleicht keine Rundung. Das zu platzieren ist irgendwie immer ätzend. Hallo Lea, wie geht's? Ich muss das hier, glaube ich, einzeln platzieren. Ich gehe mal auf Gruppenbearbeitung beenden. Ich glaube, ich muss das einzeln platzieren. Oder warte, das hier hätte ich auch nehmen können. Weil das geht halt da auf den Weg rein. Das triggert mich wieder ein bisschen. Wir haben aber auch die hier. Beziehungsweise... Warte mal. Rastergröße 1. Versuche erstmal das hier unten zu fixen. Also angenommen, ich stelle das hier hin. Ja, das wären dann an der richtigen Stelle. Ja, Internet ist nur scheiße, so wie immer sonst eigentlich. Okay. Ja, scheiß Internet. Uff, hatte ich auch lange Zeit. Irgendwann gab es dann mal eine bessere Internetleitung und seitdem hier geht's. Zum Glück, ey. Eines Tages bekommst du vielleicht auch noch eine bessere Internetleitung. Ich wünsche es dir auf jeden Fall. So, das hier ist auch schon wieder total falsch platziert, eigentlich. Mist. Kann ich das hier auch so platzieren? Egal, ich lasse das so stehen hier an der Stelle. Es wird ein merkwürdiges Haus, aber es soll wenigstens dann passen. Das wird so vorne und hinten nicht passen irgendwie, ne? Das wird einfach vorne und hinten nicht passen. Mist. Egal wie ich es baue, es ist gefühlt schrecklich.
Es wird einfach schrecklich bleiben, glaube ich. Naja. Immerhin habe ich damit abgeschlossen, dass es schrecklich ist. Okay, das hier können wir dann weiter bearbeiten. Es soll nur nicht ganz komplett schrecklich aussehen, dann ist eigentlich eh alles schon gut. Huch, wo habe ich gerade einen platziert? Hab nämlich nirgendwo was gesehen eigentlich, aber gut. So. Dann brauchen wir hier ein kleines Vordach. Was haben wir denn da Schönes? Ich überlege gerade, ob man sowas einfach mal hier machen sollte. Okay, ein bisschen tiefer. Das hier. Ja, wenn es halt auch nicht übersteht, ist auch wieder hässlich. Dann so ein schräges. Aber auch ein schönes, bitte. Ein Meter ist nicht hoch genug, oder? Ich würde so sagen, so 2 Meter wären gut, ne? Ja. So, hier haben wir jetzt ein bisschen merkwürdig irgendwie gebaut, scheinbar. Ich hätte eigentlich gerne wieder so ein bisschen überstehend gehabt, aber irgendwie funktioniert das wieder nicht. Ich habe gerade auch keinen Nerv, mich darum zu kümmern, dass es vielleicht irgendwie funktioniert. Von dem her mache ich es einfach mal so. So, und hallo Steffi. Könnten auch die Seite nehmen und alles eins weiter reinschieben. Oder zumindest das versuchen. Das wird vermutlich sogar gehen. Wir schauen mal schnell. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich mache die schnell alle mal weg. Ich glaube, wenn ich die schnell alle neu platziere, komme ich schneller hier wieder ran. So. Das hier, das nicht da. Wo auch immer ich das platziert habe. So, jetzt. Jetzt stimmt das. Stimmt das hier eigentlich dann auch? Nee, ne? Das ist auch eigentlich eins falsch. Hatten wir ja gesagt. Dann steht das hier wieder so ein bisschen drüber.
Ich will das noch nur irgendwie schön richtig hinbekommen. Achso, ich kann mal hier das hier nochmal versuchen. Sieht das jetzt richtiger aus? Ne, ist immer noch eins zu weit vorne. Das heißt, wir müssten versuchen, den linken da mitzunehmen. Na, den hier. So. So dann, in der Theorie. Ja, schon besser. Hier haben wir noch eine Lücke, aber das macht nicht so viel. Da können wir dann auch noch irgendwas zwischen machen. Ich habe gerade gewonnen bei Among Us, weil sich alle gegenseitig beschuldigt haben und ich ganz ruhig war. Wow. Aber das hört sich nach dir an. Das macht so eine komische Überzug, ne? Okay, die soll ich nicht machen. Versuch wirklich ein schönes Dach hier mit denen zu machen. Mit welchem macht man das? Wenn dann eigentlich 2 Meter, würde ich trotzdem bei dem bleiben. Hier haben wir auch wieder eigentlich eins falsch, ne? Hier sind wir irgendwie... Also irgendwie schaffe ich es heute, irgendwie mich sehr oft zu verbauen, habe ich den Eindruck. Das hier muss eigentlich auch eins weiter rein. Das hier. Weiß ist auch nicht, was da heute los ist. Huch. Gut, dann ist hier halt so eine komische Linie, aber das macht ja erstmal nichts. Man könnte die hier, by the way, die hier vorne... sogar trotzdem lassen, weil die irgendwie was haben, wenn das hier auch nochmal so eine Umrandung hat. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie gefällt mir das sogar, so ein bisschen. Das hat irgendwie was. Man könnte auch vielleicht irgendwie noch einen anderen Ziegelstein oder so sogar nehmen, wenn man es noch gewagter machen wollen würde. Invertierte Ecke? Brauchen wir die hier? Warte mal. Nee. Die ist nur 1 Meter, ne? Ja, okay. Warte. 2 Meter. Die bräuchten wir hier dann. Warte mal, wie kommen wir da rüber? Das macht keinen Sinn.
Vielleicht mache ich es auch einfach so. Vielleicht mache ich es auch einfach so. So, und dann hier so eine Zweierecke hinten dran und eine 2 Meter hohe Wand. Mal gucken, wie das gleich aussieht. Bin gespannt. Huch, da steht er jetzt irgendwie leicht rein, ne? Habe ich gerade eigentlich gesehen, dass man das Holz auch anmalen kann? Sag mal, wieso ist denn das hier komisch? Das ist aber sehr merkwürdig. Das macht er auch nicht so komisch. Versucht doch nur eine coole Dachtechnik herauszufinden, die ich hier machen könnte. Aber das hier triggert mich schon wieder. Ich habe das Gefühl, das wird so oder so sein, je nachdem, wie ich es mache. Ich glaube, das wird so oder so so bleiben. Na gut, dann wohl lieber nicht. Was macht man dann dahin? Schieferdach? Schieferdach bemalt. Wie sieht denn das hier? Gibt es das hier auch mit solchen Dingern? Ne, das ist immer nur Flachdach. Okay, schade fast. Das ist eigentlich echt schade, weil das hätte ich irgendwie gerade gerne gesehen. Ich weiß, wie wir es hier eigentlich machen müssen. Wir bräuchten 2 Meter, das hier. Und davon müssen wir eigentlich hier irgendwie rundum gehen oder so. Ist das hier dann die Mitte? Warte mal. Schaut ein bisschen so aus, ne? Davon gab es doch auch so ein Mittelteil, oder? Wenn ich mich nicht ganz irre. Wobei, das ist mehr oder weniger das Mittelteil hier. Ich habe da eins zu niedrig genommen, glaube ich. Ja, hier ist falsch. Spitze Ecke 2 Meter, genau. Und wenn wir jetzt einfach hier noch das hier so hinpacken. Haha. Theoretisch. So halb. Wir können aber auch, glaube ich, machen wir nochmal hier das hier. Theoretisch. Ich wünschte, das mit den Grids würde besser funktionieren, Spiel. Kannst du das nicht irgendwie automatisch stapeln? Ah. Ja, vielleicht soll ich das mal aktivieren. Das scheint zu helfen. Automatisch stapeln scheint das Problem zu sein hier sehr häufig. Okay. Verstehe. Dann machen wir halt das ab sofort nicht mehr, ne? Das mit dem automatischen Stapeln. So, hier. Gehen wir dann da so rein. Hm.
Das ist alles echt irgendwie kacke mit den Dächern hier. An sich funktioniert's, aber irgendwie auch nicht. Warte mal. In der Theorie muss doch das hier bleiben. Das ist jetzt angesehen, sehr schön. Und findest du gut? Ohne Witz, die passen alle nicht. Oh. Dächer passen aber alle nicht. Vielleicht mache ich wirklich so ein Schiefernflachdach hier oben drauf, ohne Witz. Bin einfach nur noch kurz davor, das zu machen. Vermutlich wird es nicht mal so scheiße aussehen. Ja, ich glaube, jetzt kommen wir langsam in die bessere Richtung. Ich glaube, jetzt wird es langsam. Okay. Ich sehe gerade, das soll eigentlich genau dasselbe sein wie das hier. Verstehe ich aber nicht. Das sieht doch komplett anders aus. Hä? Hier steht Schieferdach, hier steht Schieferdach bemalt. Hä? Wie soll das das gleiche sein, wenn es das halt voll nicht ist? Muss man manche Dinge hier verstehen in Planet Zoo? Ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich nicht. Das stimmt jetzt. Ich möchte inzwischen das Haus nehmen und anzünden, einfach weil das nicht funktioniert. Ich möchte es einfach nur noch anzünden. Schade, dass das im Planet Zoo nicht geht. Wobei, ich könnte sogar diese Flammenpartikel wahrscheinlich platzieren. Das würde sogar gehen, vermutlich. Wieso platziert er jetzt das Dach auf einmal schon wieder anders, ey? Warum? So, jetzt geht's.
Also ich verstehe zwar nicht, warum er es davor so merkwürdig gemacht hat, aber gut. Ich akzeptiere das jetzt, dass er es komisch gemacht hat, aber jetzt soll es dann hoffentlich gehen. Okay. Ich muss das Dach auf jeden Fall auch noch irgendwie schöner machen. Ist noch nicht so hundertprozentig. Zwei Meter, ein Meter. Brauchen wir die hier noch? Nein. So. Das kommt hier dran. Kommt hier drüben noch dran. Und dann sieht es hoffentlich besser aus. Ja, zumindest ein bisschen. So, ist hier unten eigentlich auch noch... Sind das 1 Meter gewesen hier unten? Ne, das waren 2 wieder, ne? Das waren hier die 2 Meter Dachkante. So. Hier lasse ich mal nichts drüber stehen, das ist in Ordnung. Und hier oben auf dem Teil... Brauchen wir auch noch ein schönes Dächlein. Da würde ich sagen, darf es dann auch ruhig hier noch ein kleines Einserdach sein. Ah ja, stimmt, er hat was ein bisschen merkwürdig gemacht. Ich erinnere mich. Aber das macht nichts. Das macht aber nichts. Machen wir das hier hin. So. Hier können wir jetzt die Teile auf die hinteren hier stellen. So, wieso machst du hier die Kante dann nicht weg? So wie du es da drüben gemacht hast. Das hätte ich jetzt eigentlich schon erwartet, aber gut. Will er wohl nicht. Ich verstehe nicht, warum er die Kante da überhaupt wegmacht. Macht er hier auch nicht. Kann ich ihm sagen, dass er das bitte nicht tun soll? Macht er automatisch. Wahrscheinlich, weil es hier so eine abgerundete Wand halt ist, ne? Macht er das hier unten auch? Nee. Suspekt. Das Ganze ist mir suspekt. Wir können es auch eins weiter reinschieben. Fällt ja keinem auf. Dann halt so, ne? Ach lol, jetzt hat er hier den Cut gemacht. Ach Spiel, was machst du für merkwürdige Dinge? Manchmal werde ich das Spiel, glaube ich, nie verstehen. Aber das ist ja auch schön. Dann halt nicht. Dann halt doch nicht so. So, kann ich die hier wenigstens machen, ohne dass sie drüber rausgucken? Schauen wir mal. Ja, die gehen, okay. Dann nehmen wir halt die. Kann man die Teile auch hier auf der Seite platzieren? Ich frage für einen Freund. Oh, das geht sogar, oder? Warte mal. Okay, es geht nicht so genau. Wie platziere ich die nochmal frei? Rastergröße. Auswählen, stapeln. Konnte die vorhin relativ einfach verschieben. Gerade lässt das mich nicht mehr so einfach machen. Kannst versuchen, irgendwie so ran zu cheaten, sozusagen.
Das sieht ja aber auch ein bisschen anders aus, ne? Das wird nicht gehen. Sieht das hier auch so komisch aus eigentlich? Sieht aber da auch so komisch aus. Das ist einfach diese Dachschräge, die komisch ist. Okay. Ist notiert. So. Zack. Sieht trotzdem zumindest einigermaßen sinnvoll aus. Okay. Ja, ich glaube, das kann man machen. Und dann hat der Tierpfleger hier auch seinen Zugang. Sehr schön. Kann er die merkwürdigste Treppe nach unten gehen und dann kommt er ins Gehege. Passt. Würde ich sagen, passt. So. Das finde ich gut. Wie nenne ich ihn das? Gehege oder Robbengehege-Eingang. So. Hier können wir auch noch machen. Hier können wir auch noch so eine Querdingens mal kurz hinpacken. Sowas. Sowas hätte ich gesagt. Aber kleines einfach nur. Passt. Fenster muss ich mal gucken. Aus einem Aquatic-Pack hatten wir ja keine, aber wir hatten eigentlich schon schöne Fenster auch. Vielleicht nehmen wir dann irgendwie was von denen hier. Oh, die hier würden vermutlich ganz gut passen. Die sehen relativ modern aus. In der Türe eher weniger. Wenn man die Bearbeitung anhat, platziert er die sogar einem schön mittig. Das wusste ich auch noch nicht. Indisches Fenster würde ich auch nicht nehmen. Klassisches Fenster passt ja auch ganz gut, haben wir ja schon gelernt. Hat ein bisschen was von so einer Skihütte irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Hat irgendwie was. Find's so komisch, dass ich es gerade irgendwie nicht wirklich frei hier dran platzieren kann, aber naja. So. Okay, das finde ich soweit ganz hübsch. Kann man, glaube ich, machen. In dem Gebäude selber würde ich vielleicht auch nochmal kurz gucken, ob wir da nicht auch den Boden noch ändern können.
Zumindest so ein bisschen. Automate stapeln vielleicht eher mal aus. Eigentlich hätte ich einen anderen Boden nehmen müssen fast, aber naja. Wir nehmen es mal nicht so genau. Ob der da wohl auch die Treppe dann so runterkommen kann? Andererseits, wir haben auch das hier. Ich will nicht verbocken, dass er dann nicht mehr hochkommt oder so. Das würde ich dem Kerl ungern antun, muss ich zugeben. Wo sind die Platten? Wandtafel? Kann ich die nicht irgendwie auf dem Boden platzieren? Oh, ich kann die sogar... warte mal. Ja. Wenn wir die da so ein bisschen unten drunter platzieren könnten, wäre gut. So. Und nein, die Robben sind leider noch nicht da. Die Robben brauchen sehr viel anderes Zeug noch hier rundum. Das ist das Problem gerade. Die sind sehr pflegebedürftig. So. Keine süßen Robbenbabys, noch nicht, noch nicht. Und ja, ich kämpfe mit dem Gebäude hier seit Ewigkeiten, aber jetzt ist es eigentlich fertig. Jetzt ist das Gebäude eigentlich fertig, Leute. Ich glaube, ich mache hier noch Steine hin. Also beziehungsweise das ganze Gehege ist noch lange nicht fertig, weil wir halt auch überall wieder diese Steine hier brauchen, wie hier oben. Weil vielleicht kann ich es mir ja auch einfach einfacher machen, weil einfach ist. Und mal hier einfach den hier machen. Ne? Vielleicht mache ich einfach mal den hier, weil ich faul bin. Es funktioniert nicht so ganz, weil es hier doch wohl ein bisschen tiefer ist. So. Und nein, wir werden Steffi nicht töten. Aus irgendwelchen Gründen, die ihr auch immer da habt gerade. Das Baby-Steffi-Robben-Ding, dem wird's... Nee. Nix da. Können sie uns halt wirklich ein bisschen einfach machen. Das Baby-Robben-Ding. Ja, kennt ihr das nicht, das Baby-Robben-Ding? Finde ich jetzt aber schon ein bisschen traurig, dass ihr das Baby-Robben-Ding nicht kennt.
Das sind Begriffe aus Scribble, oder? Du hast das erfasst. Was? Wieso kann ich eigentlich bei so vielen großen Steinen, die wenn ich auswähle, wieso kann ich hier eigentlich jetzt gerade nicht sagen, an Oberfläche ausrichten? Das wäre auch noch nice. Ich weiß nicht, warum ich das dann nicht darf. So. Na gut, na gut, na gut, na gut. So, ich würde dann aber jetzt erstmal für heute erstmal aufhören, glaube ich. Da ich irgendwie nicht mehr die größte Motivation habe und ich glaube, wir bekommen die Robbenbabys noch nicht so schnell hier rein. Irgendwie ist mir das zu viel Steingeschubse hier, glaube ich. Von dem her würde ich, glaube ich, das erstmal lassen hier. Aber wir machen irgendwann wieder weiter, würde ich sagen. Ja, Leute, ihr müsst euch noch gedulden mit den Robbenbabys. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Aber die kommen schon noch. Keine Sorge, die kommen schon noch. So, dann würde ich mal sagen, Freunde, sehen wir uns dann irgendwann morgen wahrscheinlich wieder. Heute ein bisschen kürzer, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und dann, ja, würde ich sagen, wünsche ich euch eine gute Nacht. Ich gehe jetzt noch ein bisschen Serie suchten und dann hören wir uns morgen hoffentlich wieder, wenn ihr Bock habt, ne? So, mal gucken, wann die Babyrobben dann kommen. Mal gucken. Also dann, macht's gut, Leute. Wir sehen uns dann.